Hallo Freunde des guten Geschmacks, ich baue hier gerade den Buggy für einen Le Chef zusammen. So ein Le Chef, so 130 Kilo hat man da schon auf der... Wow, die sehen ja richtig stark aus. Die sehen auch richtig. Wir haben hier schöne stabile Gummipuffer, das heißt also alles schön... Abgefedert. Abgefedert, gelagert. Pünktlich zu Ostern kommt eine Eierbox. Unsere Le Chef Box. So, jetzt haben wir die Holzkisten weg. Genau. Ja, da freut er sich. Da freue ich mich. Oh, der sieht aber wirklich... Der sieht aber richtig heftig aus, ja. Wir schnaufen noch. Oh, du simulierst doch. Der ist doch gar nicht so schwer. Ja. Erstmal die Feuerbox rein. Du sprichst so gequält, ist das schwer? Ja, die Feuerbox, die wiegt schon einiges. Und muss ja auch vorsichtig gemacht werden. Also wenn ich dich so sehe, Manu, ne, muss ich sagen, wenn du mir einen Aufbauservice bietest, dann den würde ich nehmen. Ja, das wird auch dazu kommen. Der bei uns einen schönen Le Chef oder auch einen Klassik-Kauf, zu dem fahren wir nach Hause, innerhalb von Schleswig-Holstein, und bauen den auf. Oh, Gott sei Dank. Eine schöne Schiene. Eine Räucherchips-Schubse. Kannst du hier schön die Räucherchips reinschubsen. Genau. Und so. Hier ist hier für den Schubser wieder eine Öffnung. Ja, genau. Dadurch, dass wir den Kohlekorb ja auch teilen können, macht es ja auch Sinn, dass wir den Deflektorstein auch teilen, weil wir wollen ja auch mal direkt und indirekt garen. Oh, das sieht schon sehr gut aus. Da können wir aber viele Sachen gleichzeitig machen. Ja. Jetzt kröne ich unseren Chef noch. Kriegt er die Krone auf? Ja, du hast ihn gern, ne? Ich hab ihn gern. Zeig noch mal. Ich hab mich jetzt schon verliebt. Guck. Ah. Mein Großer.